Aus meiner Sicht ist es einfach ein Riesenproblem, wenn in dieser Konstellation, wo wir eine Linke haben, die sich pulverisiert, eine AfD haben, die immer rechtsextremer wird, die Union eigentlich eine große Verantwortung hat in der Opposition und dann immer wieder nach rechts blinkt. Damit tut sie unserer Demokratie keinen Gefallen und damit verschiebt sie die Debatten in einer gefährlichen Art und Weise in unserem Land. Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Die Ampelregierung ist vor allem mit sich selbst beschäftigt. Die Union als größte Oppositionspartei ist vor allem mit sich selbst beschäftigt. Die lachende Dritte scheint die AfD zu sein. Wie konnte es so weit kommen? Das möchte ich heute diskutieren mit Agnieszka Brugger. Sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag und mit Dorothee Beer, der stellvertretenden Vorsitzenden der CSU. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo. Dankeschön, hallo. Ja, Frau Beer, mal ganz ehrlich und kurz und knapp. Wie viel Schuld trägt denn die Bundesregierung aktuell am Erstarken der AfD? Also für mich trägt sie tatsächlich die Hauptschuld und auch innerhalb dieser Ampelkoalition auch aufgrund der letzten Beschlüsse oder der schlecht vorbereiteten Gesetzentwürfe wirklich hauptsächlich die Grünen. Und das merkt man auch in jeder Diskussion. Ich war jetzt zwischen zwei Sitzungswochen wieder das ganze Wochenende sozusagen an der Front im Wahlkreis und da ist der Frust und die Wut tatsächlich auch gegenüber den Grünen so groß, dass viele sagen, da bleibt ja als Protest nur noch die AfD. Und deswegen mache ich dann schon auch diesem einen Koalitionspartner in der Ampel mit den Hauptvorwurf. Das wäre dann Frau Brugger neben Ihnen. Zunächst an Sie die Frage, Frau Brugger. Aus Ihrer Sicht, wie viel Schuld trägt denn die Union am Erstarken der AfD? Ich glaube, als Demokratinnen und Demokraten müssen wir uns alle fragen, was können wir besser machen. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist es einfach ein Riesenproblem, wenn in dieser Konstellation, wo wir eine Linke haben, die sich pulverisiert, eine AfD haben, die immer rechtsextremer wird, die Union eigentlich eine große Verantwortung hat in der Opposition und dann immer wieder nach rechts blinkt und wirklich auch zwar in netter Sprache, aber die Narrative der AfD bedient. Damit tut sie unserer Demokratie keinen Gefallen und damit verschiebt sie die Debatten in einer gefährlichen Art und Weise in unserem Land. Ob sie wirklich blinkt oder nicht, das diskutieren wir gleich noch im Detail. Wir haben mal eine jüngste Umfrage vorbereitet von CIVEY, die zeigt, dass wirklich die AfD ziemlich stark dasteht mit 20% vor der SPD, vor den Grünen. Es gibt leicht andere Umfragen, andere Institute, aber der Trend ist klar. Und man muss sagen, auch die Union hat sich gegenüber dem letzten Bundestagswahlergebnis gerade mal um ein paar Prozentpunkte verbessert. Und dieses Ergebnis war historisch schlecht. Ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei, Frau Beer? Die AfD ist eine Partei, die mit ganz, ganz kruden Thesen, mit extremistischen Parolen. Also ich sitze ja direkt, leider Gottes, dank Sie sitzen der FDP direkt daneben. Neben der AfD. Also alleine die ganzen Zwischenrufe und alleine die ganzen Zwischentöne während der Feierstunde Was zum 17. So? Juni. Naja, man hört dann beispielsweise so, wenn es als Bundespräsident Steinmeier sich dann nochmal bedankt bei den Mutigen des Volksaufstands und dass da Menschen auf die Straße gegangen sind und das System ändern wollten. Und dann hört man halt von der Alice Weidel, dass sie sagt, ja, das ist genauso wie heutzutage mit den Mutigen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen gestemmt haben. Dann sagt ein anderer AfD-Kollege dagegen, ja, wir wurden ja genauso niedergeknüppelt von der Regierung wie damals, nur noch keine Panzer. Dann sagt sie wieder, ja, aber Wasserwerfer gegen uns. Also es ist sowas von absurd und ich würde mir wirklich wünschen, dass es auch mal möglich wäre, im Protokoll festzuhalten, wie schlimm diese Zwischenrufe sind, wie frauenverachtend, menschenverachtend, ausländerfeindlich, ganz, ganz, ganz schlimm. Und deswegen beschäftigt mich das sehr, dass es für viele nur ein Protest ist und dass man wirklich nicht ausreichend zur Kenntnis nimmt, wes Geistes Kind da eigentlich im Bundestag sitzt. Frau Brugger, ist die AfD auf dem Weg zur Volkspartei?
Nein, auf keinen Fall, weil eine Volkspartei per Definition für mich auch ein Bekenntnis zur Demokratie enthalten muss. Und bei der AfD merkt man immer wieder, dass sie einfach die Spielregeln unserer Demokratie ablehnen und sogar offensiv bekämpfen. Und deshalb kann die AfD für mich niemals eine Volkspartei sein. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt aus einer Rede an, die Sie, Frau Beer, im Jahr 2021 im Deutschen Bundestag gehalten haben, mit einer klaren Ansage an die AfD. Es wird einer AfD nicht gelingen, die Demokratie in unserem Land zu zerstören. Für nicht nur die CDU/CSU, sondern auch für alle anderen demokratischen Parteien in diesem Parlament gilt. Wir werden diese Demokratie verteidigen. Es wird Ihnen nicht gelingen. Und dann wird hoffentlich auch eine Fraktion mal hier nur ein Fliegenschiss der Geschichte sein. Klang gut damals, aber mit der Entwicklung heute, wir haben gerade gesehen, die 20% war schon eine krasse Fehleinschätzung, oder Frau Beer? Nee, weil hat sich ja nichts dran geändert. Ich meine, eine Umfrage ist jetzt eine Umfrage. Das heißt ja nicht, dass wir nicht jeden Tag. Ja, aber jetzt eine Momentaufnahme, das kann ja in ein paar Jahren auch wieder ganz anders ausschauen. Und es liegt halt auch an uns, den Menschen klarzumachen, dass das kein Protest ist, sondern dass man, wenn man eben diese Geisteshaltung unterstützt, dass es da in ganz, ganz vielen Bereichen in unserem Land zu großen Problemen führen wird. Und da gebe ich Frau Brugger recht, das ist keine demokratische Partei, selbst wenn sie jetzt in einer Demokratie reingewählt wurde, sondern es ist eine zutiefst undemokratische Partei, eine Partei, die auch Steigbügelhalter jetzt für Russland, für Putin ist. Auch da gibt es ganz spannende Zwischenrufe und deswegen werde ich persönlich auch, aber ich denke, auch die Mehrheit des Parlaments alles dran setzen, dass es irgendwann auch wieder zu diesem Fliegenschiss der Geschichte wird. Mhm. Aber das muss halt jeden Tag eine Gesamtanstrengung sein. Apropos Geisteshaltung, beim jetzt zurückliegenden Grundsatzkonvent der CDU, ihrer Schwesterpartei, am vergangenen Freitag, wurde eine viel beachtete Rede gehalten von der ehemaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein. Und da schauen wir uns mal zwei Ausschnitte an. Es ist für uns alle unstrittig, dass man Menschen in Not helfen muss. Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zu den Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten. Hier für Verbesserung zu sorgen, sollte uns grundsätzlich 100-mal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch Deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, einen Zigeunerschnitzel zu bestellen. Sie haben tief geschnauft, Frau Brugger. Was sagen Sie zu diesen Ausführungen? Ja, es werden genau die Themen der AfD bedient. Es werden diese Erzählungen unterstützt. Es würde jetzt um Gendersternchen gehen. Und also wenn man sich das im Bundestag mal anschaut, die Grünen oder die Ampelregierung hat noch nie eine Debatte im Bundestag über das Gendern angestrebt. Es ist sozusagen, kommt immer von der rechten Seite des Parlaments. Und deshalb glaube ich, dass die Union hier ihrer Verantwortung nicht nachkommt. Und wenn dann noch Herr Merz das als brillant bezeichnet, dann ist er es ja gerade, der diese Themen hoffähig macht und dafür sorgt, dass wir nicht über das sprechen, was die Menschen im Land bewegt. Fanden Sie die Rede von Claudia Pechstein auch brillant, Frau Beer? Ehrlicherweise habe ich am Wochenende so viel gearbeitet, dass ich den Konvent unserer Schwester nicht so sehr verfolgt habe. Aber grundsätzlich muss ich da massiv widersprechen. Das sind nicht die Themen der AfD, sondern das sind die Themen der Bürgerinnen und Bürger. Das sind die Themen, zu denen ich am Wochenende angesprochen werde, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen das nicht, wenn die mitbekommen, dass sie im glauben, die Bürgerinnen und Bürger treibt vor allem das Zigeunerschnitzel. Das ist jetzt vielleicht weniger, wobei sie sich auch ihr Fleisch nicht verbieten lassen wollen und Ähnliches. Das definitiv. Aber ich sage eher, dass wenn Sie zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mitbekommen, dass da in einer Art und Weise gegendert wird, wie da eben nicht gesprochen wird, dann ist das eben ein Thema, auf das man angesprochen wird. Und deswegen ist halt die Frage, und ich glaube, da sind wir grundsätzlich ganz, ganz anderer Meinung, dass Frau Brugger behauptet, die Union darf gar nichts ansprechen, weil wenn die AfD einmal ein Thema angesprochen hat, dann haben alle anderen ruhig zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Man darf eben bestimmte Themen nicht der AfD überlassen, sondern man muss ja aus dem bürgerlichen Bereich raus
so beantworten, wie sie auch beantwortet werden müssen. Ich hatte in der letzten Legislaturperiode, da war eine Kollegin von der AfD im Plenum, die einen Dirndl anhatte. Dann wurde ich auch von Kollegen aller Fraktionen angesprochen, jetzt kannst du keine Dirndl mehr anziehen, weil die haben sich jetzt das Dirndl genommen. Das wäre ja fatal zu sagen, die übernehmen diesen Bereich, die übernehmen einen Kleidungsbereich, die sagen das und das. Weil manchmal sind natürlich auch zwischen den ganzen extremistischen Floskeln normale Sätze dabei, wo jeder sagen würde, ja, ist das denn alles so schlimm? Und deswegen sage ich, da darf man gar keinen Deut weichen und ihnen eine Deutungshoheit auch in bestimmten Bereichen überlassen. Frau Beer hat jetzt konkret auf Ihren Vorwurf geantwortet. Sind Sie überzeugt? Nee, überhaupt nicht. Also weil da jetzt kam schon wieder so nebenher, Leute wollen sich nicht das Fleisch verbieten lassen. Ich wüsste nicht, wer den Leuten das Fleisch verbieten will. Ich bin absolut dafür, dass man Dirndl... Aber vielleicht hilft uns Frau Beer. Wer will es verbieten? Also mir sagen zum Beispiel aus der Metzgerinnung, waren bei mir in der Sprechstunde beim letzten Mal Metzger, die gesagt haben, sie bekommen keinen Termin für ein Gespräch im Bundesernährungsministerium, wie es früher der Fall war, dass man auch mal als Metzgerinnung dort hat reden dürfen, ob das stimmt oder nicht, weil wenn dann die Metzgerinnung einem sagt, ja, nur weil der Minister Veganer ist, spricht er noch nicht mal mehr mit uns, dann sind es eben Fragestellungen, die ich dann auch ernst nehme und sage, selbstverständlich muss auch mit allen Bereichen aus der Lebensindustrie völlig losgelöst nach der persönlichen Befindlichkeit auch gesprochen werden müssen. Was hat denn der Kollege Özdemir gegen die Metzgerinnung, wenn das so stimmt? Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, der macht ja selber immer Witze darüber, er ist übrigens Vegetarier und nicht Veganer, das ist ja witzig, ist, dass er da ist, aber er setzt sich ja eben für Tierwohl ein. Ja? Also setzt er sich natürlich genau mit diesen Themen und mit den Landwirten auseinander. Ich beobachte das bei mir in Baden-Württemberg. Ich habe übrigens auch einen sehr ländlichen Wahlkreis, wo ich wirklich nicht, also ganz andere Erfahrungen mache als Sie offensichtlich. Wo der da auf dem Traktor rumfährt, auf dem Feld steht, der geht zur Bundeswehr. Also wenn man, glaube ich, einem Minister nicht vorwerfen kann, dass er nicht dahin geht, wo die Debatten auch hitzig werden, dann ist das Cem Özdemir. Also alle anderen schon? Nö. Frau Beer, Sie haben gerade gesagt, Sie hätten den Konvent leider nicht so verfolgen können, aber die Ausschnitte, die Sie hier gesehen haben von Frau Pechstein, sagen Sie da, ja, so sehe ich die Union sehr gut vertreten. Also sie ist ja kein Parteimitglied. Ich habe jetzt die Ausschnitte, ich werde mir jetzt auch noch im Nachgang dann mal die ganze Rede anschauen. Aber alleine darüber zu diskutieren, was darf man da sagen, darf sie das so sagen, das sind ja alles... Und darf sie eine Uniform tragen, war auch diskutiert worden. Das klärt sie ja gerade mit ihrem Dienst an und sie hat ja gesagt, sie hat eine Erlaubnis dafür. Also ich finde es eigentlich eher schade, dass weniger über ihre Inhalte jetzt gesprochen wurde, sondern dass es mehr nach den Äußerlichkeiten ging. Naja, aber ich habe ja nach den Inhalten gefragt. Genau, deswegen sage ich ja, also ich habe jetzt ja nur einen kleinen Ausschnitt bekommen. Ich sehe da jetzt nichts Dramatisches an ihren Aussagen, sondern das ist genau das, was die Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Keiner stellt das Recht auf Asyl in Frage. Das wird niemals passieren in unserem Land. Aber die Fragestellung ist schon, wie bekommen wir Zahlen runter? Lassen wir Kommunen alleine? Zahlen runter? Zahlen runter von Menschen, die zu uns kommen. Und da gibt es ja unterschiedliche Gründe, nach Deutschland zu kommen. Wir haben ja auch eine gezielte Anwerbung für Fachkräfte aus dem Ausland. Wir haben die Menschen, die Asyl beantragen. Und dann gibt es eben welche, wo beispielsweise vielleicht kein Asylgrund vorliegt und wo nicht eine Einwanderung jetzt in den Arbeitsmarkt stattfinden soll. Eine kleine Korrektur. Bei dem, was Frau Pechstein gesagt hat, geht es ja nicht um Zahlen, die runtergehen müssen, sondern sie insinuiert da quasi, dass man Angst haben muss vor Menschen mit Migrationshintergrund, die einem zum Beispiel in der U-Bahn gegenüber sitzen können. Aber auch das gibt's ja. Es ist ja nicht jeder, der kommt, ein Gehirnchirurg, sondern es gibt natürlich auch Straftäter und es gibt natürlich auch aber jetzt schon eine Diskussion. Aber befördert man damit nicht Ressentiments gegen Menschen, die... Wenn man es nicht anspricht, wenn man nicht sagt, dass da auch Menschen dabei sind, die beispielsweise hier, und die Fälle gibt es ja, das ist ja alles nachzulesen und auch dokumentiert, die dann auch Frauen vergewaltigen oder Mädchen vergewaltigen, natürlich gibt es das. Mhm. Aber genau wenn alle anderen sagen, da dürfen wir nicht drüber reden, weil überlassen wir mal lieber das als Themen der AfD. Dann wird die AfD immer stärker werden. Und deswegen setze ich mich massiv dafür ein, dass es auch da keine Tabus geben darf. Nein, es sind nicht alle Vergewaltiger. Aber so zu tun, als ob da keine dabei sind und so zu tun, als ob man die dann nicht zurückschicken darf in ihre Länder. Da gab es ja auch massive Diskussionen jetzt auch mit den Grünen. Darf man jetzt Männer aus Afghanistan, die in Deutschland vergewaltigt haben, in ihre Heimat zurückschicken? Natürlich müssen die auch unser Land wieder verlassen können. Das ist doch selbstverständlich. Hat auch nichts mit Menschenrechten dann zu tun. Sie gucken sehr skeptisch, Frau Burger. Ja, weil natürlich ist Gewalt gegen Frauen ein Problem in unserer Gesellschaft. Und wenn Menschen sich in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht sicher fühlen, ist das ein Problem, mit dem sich Politik beschäftigen muss. Aber es dann nur auf eine bestimmte Personengruppe und hier offensichtlich auch hier wieder so im ganz netten Gewand der besorgten Polizistin zu konzentrieren, die eben anders aussehen, das halte ich für brandgefährlich. Und da ist es eben, geht's eben nicht darum, eine Antwort auf Sorgen von älteren Damen, die vielleicht finden, es ist zu dreckig. Ja, es wird ja auch weiße
Menschen geben, die vielleicht für Angst sorgen können. Und darüber wird nicht gesprochen. Ich habe diesen Konvent der CDU schon ein bisschen intensiver verfolgt, weil mich das eben umtreibt. Und was ich so schade finde, es gab ja auch kluge Beiträge von sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und wir diskutieren wieder nur über diese Rede von Frau Brechstein und nicht darüber, wie sieht eigentlich moderner Konservativismus aus. Es gibt da Vorstellungen, wie ein solcher moderner Konservativismus aussehen könnte. Es gibt gerade in der Union auch eine Debatte über den richtigen Stil in der politischen Auseinandersetzung. Es gab da eine interessante Wortmeldung von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, in einem Gastbeitrag für die FAZ. Ich zitiere hier mal eine Kernaussage: Wer nur die billigen Punkte hervorhebt und sich mit den Populisten gemein macht, legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos. Wenn man diesen Gastbeitrag ganz gelesen hat, dann wird klar, das ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Stil, wie er zum Beispiel vom CDU-Parteichef Friedrich Merz gepflegt wird. Was würden Sie sagen, Frau Beer, hat Hendrik Wüst hier einen Punkt mit seiner Warnung? Also das ist ja jetzt eine sehr allgemeine Warnung diesbezüglich, sich mit Populisten gemein machen. Also ich würde mal behaupten, dass... Er sieht offenbar diese Tendenz auch in der Union. Ja, aber ich sehe die zum Beispiel nicht in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich erlebe das ja sehr eng. Ich bin ja nicht nur, wie Sie vorhin angekündigt haben, stellvertretende Parteivorsitzende, sondern auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Mhm. Also in einer einmaligen Sonderrolle Stellvertreterin von Markus Söder und Friedrich Merz zu sein, was auch schön ist. Ja, was macht mehr Spaß? Das eine ist ja Partei, das andere ist Fraktion. Das ist also, beides hat seinen Charme. Aber deswegen bin ich ja da wirklich auch sehr nah dran. Und ich finde die Art und Weise, wie Friedrich Merz die Fraktion führt und wie er tatsächlich auch im geschäftsführenden Fraktionsvorstand oder im Fraktionsvorstand bis hin dann zur normalen Fraktionssitzung auch alle Meinungen gelten lässt und eine sehr breite Diskussion auch zulässt, einen sehr, sehr angenehmen Stil. Mhm. Jetzt war ich mit Hendrik Wüst viele, viele Jahre im JU-Bundesvorstand, deswegen kenne und schätze ich ihn auch und würde jetzt von meiner Warte aus, weil ich beides so gut kenne, was für Sie natürlich viel schöner ist, wenn man da denkt, man kann da jetzt ein bisschen hier gucken, wer wie was, würde ich mich jetzt gar nicht... Sie haben mich wieder genau durchschaut. Ja, natürlich, Herr Feldenkirchen, aber ich würde jetzt auch, könnte es mir jetzt leicht machen können, sagen, wir haben ein... politisches Agreement, also Gentleman oder Ladies Agreement, dass wir als Schwester, als kleine Schwester, nicht unsere andere Schwester, mache ich aber immer. Aber ich mag es nicht mit innen und nicht mit Sternchen und nicht mit Pausen, sondern ich sage immer, wenn auch Frauen. Mehr so. Freiheit einfach für alle. Auf jeden Fall glaube ich, dass das erstens mal eine Debatte ist, die für die Presse schön ist, die jetzt in der Union eine nicht notwendige ist und dass jetzt Hendrik Wüst in der FAZ einen Debattenbeitrag geschrieben hat, begrüße ich jetzt erstmal, weil ich auch froh bin, dass wir auch in unserer Schwester so tolle Ministerpräsidenten haben. Ja, also wir freuen uns auch alle. Es gab von Hendrik Wüst auch ein Riesenlob für Angela Merkel, die ehemalige Bundeskanzlerin. Sie habe, ich zitiere, durch eine Politik von Modernität, Mitte und Ausgleich die Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit der CDU gesichert. Nun ist es aber so, dass Friedrich Merz wiederum quasi die CDU von 16 Jahren Angela Merkel eher belastet sieht und durchlüften und erneuern will. Wer hat da recht mit dem Blick auf Angela Merkel? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, dass wir in 60 Jahren, in 16 leider nur, nicht 60. 16 Jahren. 16, dass wir in 16 Jahren, finde ich, in ganz vielen Bereichen eine gute Politik gemacht haben. Das würde ich unterstreichen. Aber wir waren natürlich auch 12 Jahre mit einer SPD zusammen, die jetzt nicht wahnsinnig viel Raum für Modernität gelassen hat. Die 4 Jahre mit der FDP waren auch nicht unbedingt in jedem einzelnen Bereich, gerade in meiner Sprecherfunktion, damals so wahnsinnig einfach. Und dennoch ist es so, dass wir an der einen oder anderen Stelle, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, auch noch mutiger hätten vorangehen können und müssen jetzt auch noch mal gucken, wie hat sich die Welt verändert. Wir hatten eben, als wir vor 16 Jahren angefangen haben, oder anders als ich... Nur noch mal kurz fürs Protokoll. Die SPD hat keinen Raum für Modernität gelassen. Nee, in ganz vielen Bereichen einfach nicht. Die tun immer so und das werfen sie uns... Also ein Beispiel. Jetzt tun sie uns zum Beispiel... Jetzt zum Beispiel, den merke ich ja jetzt, den ganzen Bereich Prostitution. Ich versuche, ein Sexkaufverbot in Deutschland durchzusetzen, einzuführen, um Frauen in der Armutsprostitution da wirklich zu helfen, dass es nicht mehr möglich ist, dass wir der Hotspot für Menschenhandel, der Puff Europas sind. Wir hatten da in der letzten Legislatur schon ein sehr, sehr gutes Papier, was nicht so weit geht wie das, was ich jetzt gerade am Bearbeiten bin. Und da ist bis auf eine Kollegin in der SPD, eine einzige,
niemand bereit gewesen, diesen Weg mit uns zu gehen. Und das ist ein völlig falsch verstandenes Frauenbild, ein völlig falsch verstandenes Bild, wie auch feministische Ansätze, die angeblich bei der SPD da sind, halt dann gar nicht zur Umsetzung kommen. Gut, das geht an die SPD, Frau Brugger. Es geht auch an die Grünen, weil von den Grünen kommt dann nämlich auch nichts. Die sagen zwar feministische Außenpolitik und sie sind Feministinnen, aber beim Thema Sexkaufverbot kenne ich keine Kollegin und ich hoffe, vielleicht kann mir Frau Brugger ein paar nennen, ja, mit denen wir zusammenarbeiten können. Arbeiten Sie mit Frau Beer zusammen in der Frage, Frau Brugger? Ich bin ja eher für die internationale Politik zuständig, aber ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, das Thema Menschenhandel, Ausbeutung von Frauen. Und ehrlich gesagt gibt es da in allen Debatten zwischen, in allen Parteien zwischen den Frauen sehr intensive Debatten, auch bei uns. Also ich kann Ihnen eine ganze Liste von Kolleginnen geben. Ich halte nur auch hier nichts von einem Verbot und dann zu denken, damit hat man das Problem gelöst, sondern es muss um diese Fragen gehen. Aber um zurückzukommen zu Herrn Wüst, als Sie das gezeigt haben, habe ich echt gedacht, es hätte von Angela Merkel sein können. Und diese Mahnung, nicht genau, den Populismus. Genau, und ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass in der Union ein Richtungsstreit entbrannt ist um den richtigen Weg. Ja, ob man eben seiner staatspolitischen Verantwortung in unserer Demokratie gerecht wird und welche Art von Oppositionsarbeit man machen will, populistisch draufhauen oder alternative Lösungen und den anbieten und auch den Zusammenhalt in unserem Land stärken. Wir haben mal eine Grafik vorbereitet, wo die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zum geplanten Heizungsgesetz der Ampelkoalition zu sehen ist, und da sagen doch viele, dass sie Sorgen haben, dass die geplanten Maßnahmen zum klimaschonenden Heizen sie selbst finanziell überfordern werden. 67%, mehr als zwei Drittel, sind dieser Ansicht. Wie, Frau Brugger, konnten Sie und die Ampelkoalition die Sache mit der Heizung so vergurken? Ja, da haben wir auch am Wochenende einen sehr selbstkritischen Minister Habeck gesehen, der das auch nochmal reflektiert hat, was da vielleicht auch für falsche Analysen im Hintergrund waren, wie man es hätte besser machen können. Und ich kann Ihnen versichern, besser sein kann man immer und die Lehren werden wir daraus ziehen. Natürlich ist unsere Gesellschaft extrem übermüdet, extrem genervt nach den vielen Krisen, dass wir Dinge besser erklären müssen, dass wir die Frage, wie auch Klimamaßnahmen, wie Veränderungen in unserer Gesellschaft stattfinden, auch immer sehr stark von den Sorgen her denken müssen und sozusagen, dass diese Debatte begonnen hat, ohne dass die Frage der sozialen Unterstützung, der Übergangsfristen geklärt war, ohne dass wir auch sachlich über die Fragen diskutiert haben und gesagt haben, ja, da ist ein Punkt, da müssen wir nachbessern, das passiert ja jetzt Warum alles. Warum wurde denn eine Frage, vor allem die soziale Komponente bei den ersten Gesetzentwürfen, so gar nicht mitbedacht? Fehlt da so ein bisschen das Sensorium? Ich glaube, es wurde mitbedacht, aber es ist ja alles nicht ganz so gelaufen, wie man sich das, glaube ich, vorgestellt hat bei der Frage, wie dieses Gesetzesvorhaben in die Politik und in die Öffentlichkeit gelangt. Das war ja alles ein bisschen rabiat mit Durchstecherei und so. Das ist alles nicht schön. Und es ist aber gerade in so einer ernsten Lage, wie wir sind, extrem wichtig, dass man Antworten hat. Nicht selbstkritisch, sondern von wegen andere haben es verbockt. Nein. Für Durchstechereien ist natürlich die Regierung selber verantwortlich. Und es klingt ja naiv zu sagen, wir rechnen nicht damit, dass einer der Koalitionspartner oder selber oder wie auch immer, keine Ahnung, wer das durchgestochen hat, wie es so schön heißt, da rechnet man ja nicht damit. Aber ich habe zum Beispiel in den Interviews am Wochenende, die ich gesehen oder gelesen habe, von Ihrem Wirtschaftsminister und Energieminister null Selbstkritik gemerkt, sondern er sagt, eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Vielleicht hätten wir es noch ein bisschen anders kommunizieren können. Bei Anne Will hat er schon gesagt, er hat Dinge unterschätzt. Falsch eingeschätzt. Ja, aber er hat ja zum Beispiel auch die ganze technische Komponente. Ja, ich sage mal, das Thema Holz jetzt am Schluss hat zum Glück auch ein bisschen Druck jetzt aus dem Kessel auch in der Bevölkerung wieder rausgenommen, gerade auch im ländlichen Raum. Aber allein die Technik, allein, dass sie selber in ihrer Parteizentrale 3,5 Jahre nicht schaffen, eine Wärmepumpe einzubauen, zeigt ja auch, dass vielleicht auch ein bisschen technischer Sachverstand in der Regierung unterschätzt wurde. Und es geht nicht nur um krisenhafte Kommunikation, sondern es geht einfach um schlecht gemachte Gesetzentwürfe, dann das brachiale Durchdrücken in der letzten Sitzungswoche am Donnerstag, um es aufzusetzen, obwohl man es gar nicht mehr will, und dann irgendwelche Leitplanken, von denen noch keiner weiß, was drinsteht. Weil wir bisweilen über die AfD hier schon diskutiert haben, wir schauen uns mal kurz an, wie ein Vertreter der AfD im Deutschen Bundestag auf das Hin und Her bei den Heizungsgesetzen reagiert hat. Manche im Volk bezeichnen ihre Politik inzwischen als einen Krieg gegen das eigene Volk. Und jeder, der sich an diesem Krieg beteiligt, wird sich dereinst vor diesem Volk verantworten müssen. Die einzige Partei, die sich gegen diesen kollektiven Suizid stemmt, ist die AfD.
Folgerichtig steigen unsere Zustimmungswerte, dass es gut für Deutschland, schlecht für Deutschland ist, dass mit jedem Tag, den diese Regierung ihr Vernichtungswerk weiter betreibt, der Trümmerhaufen immer größer wird, den wir als zukünftige Regierungspartei wegzuräumen haben. Sie schütteln den Kopf. Ja, ist ja ganz, 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 ganz furchtbare Kriegsrhetorik. Und deswegen sage ich ja, es ist ganz schlimm, wenn man sieht, wie da gesprochen wird. Und das steigert sich ja auch. Das merkt man ja auch, über die Monate wird es ja auch immer dramatischer. Und man weiß ja auch, wie das verbreitet wird, auch in den sozialen Netzwerken. Und dass sowas überhaupt möglich ist im Deutschen Bundestag, dass so eine Rede gehalten werden kann, und das ist ja kein Einzelfall, die sind ja alle so drauf, ist natürlich etwas, was ich mit ganz großen Befremden hier zur Kenntnis nehmen muss. Wenn Sie sowas hören, dann doch eher für ein Verbot der AfD? Wenn man die Partei verbieten könnte, wenn das so wahnsinnig einfach wäre, würde ich das natürlich machen. Weil ich nämlich auch bei den 20%, muss man ja auch ganz klar sagen, das sind ja bei den 20% der Wählerinnen oder jetzt Anhängerinnen nicht diejenigen dabei, die sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Aber ein Grundstock ist natürlich trotzdem da. Ja. So. Und ein Drittel derjenigen, die in Umfragen sich für die AfD aussprechen, sagen, das machen sie aus inhaltlicher Überzeugung, der Rest ursprünglich aus Protest. Und egal wie, oder nicht egal, natürlich ist die Rhetorik hier inakzeptabel. Trotzdem zeigt es natürlich auch, wie eine Partei sich im Aufwind fühlt, weil eben die Regierung Fehler produziert. Inwiefern nehmen Sie sich das zu Herzen, Frau Brugger? Ich nehme mir das sehr zu Herzen. Es klingt immer so einfach dahergesagt, nur gut regieren, aber es ist eine ganz hohe Kunst. Und natürlich müssen wir da auch besser werden, weil diese Unzufriedenheit, diese Verunsicherung sorgt natürlich dafür, dass solche Angriffe der AfD leichter gemacht werden, als wenn wir da zusammenstehen würden und gemeinsam um den richtigen Kurs ringen und da auch Gesetze verbessern und den Menschen die Ängste nehmen und den Zusammenhalt und auch das Mitmachen bei dieser großen Herausforderung Klimakrise aktivieren, weil ich glaube, dass diese Gesellschaft gerade in den letzten Jahren so viel geleistet hat und dass wir auch diese schwierige Herausforderung miteinander stemmen können. Aber dazu muss man eben auch die richtigen Antworten liefern. Mhm. Ja, Frau Beer hat ja eingangs schon gesagt, dass sie die Regierungsarbeit als Hauptfaktor für den aktuellen Aufwind der AfD sieht. Wir schauen uns trotzdem mal an, das, was Frau Brugger gleich zu Beginn unserer Sendung auch kritisiert hat, nämlich die grundsätzliche Frage, ob Vertreterinnen von CDU und CSU Argumente und Sprache der AfD kopieren oder auch nicht. Wir haben mal ein paar Beispiele hier im Test und fragen uns, ist das angemessen oder nicht. Wenn zum Beispiel Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, von grünen Clanstrukturen auf mit Blick auf die Grünen und was in Habecks Ministerium los ist, spricht und mit Blick auf die letzte Generation von einer Klima-RAF oder aber Bayerns Ministerpräsident Söder von grüner Korruption spricht. Frau Brugger, gibt es grüne Korruption, Clanstrukturen oder ist das das, was Sie meinten, ein Benutzen von AfD-Sprech? Ja, es gehört zumindest zu so einer sprachlichen Radikalisierung und Entgrenzung dazu. Natürlich darf man auch die Regierung und soll man sie auch, das ist ja Aufgabe von Opposition, kritisieren, wo Fehler sind. Und natürlich sind das durchaus Vorgänge, wo es ja auch Kritik und Debatte braucht und gab und auch Konsequenzen gezogen worden sind. Aber diese Entgrenzung und auch diese Begrifflichkeiten, jetzt um mal nicht die Grünen zu nehmen, weil dass man sich selber verteidigt, aber von Klima-RAF zu sprechen, ich habe auch kein Verständnis für Klimakleber. Das war Ihr Kollege, Herr Dobrindt. Ja, das ist einfach geschichtsvergessen. Und bei diesen Quizzen, die Sie angesprochen haben, sind leider nicht nur Sarah Wagenknecht und Alice Weidel mit dabei, sondern sehr oft Herr Spahn und Herr Dobrindt eben auch, weil diese Aussagen immer wieder auch aus der Union kommen. Also das allererste Zitat von Alexander Dobrindt war, als es losging mit den Klimaklebern, wir müssen aufpassen, dass sich in Deutschland nicht eine Klima-RAF entwickelt. Dann war natürlich sofort, er hat RAF gesagt, jetzt melden sich Kinder von RAF-Aktivisten bei Herrn Dobrindt und sagen, genau so hat es bei unseren Eltern auch angefangen. Und sie bedanken sich, dass er genau noch mal den Finger in die Wunde legt. Und ich muss ganz offen sagen, genau das müssen wir offen benennen dürfen, was sich da abspielt, dass es eben auch erstmal mit Eigentum anfängt. Und dann war ja auch, und das sind Einzelfälle, trotzdem gibt es ja auch Aussagen von Last Generation Anhängern, die sagen, ja, das muss halt dann Kollateralschaden hingenommen werden, wenn der Rettungswagen und so weiter nicht durchkommt. Lassen Sie Frau Brugger mal entgegnen, warum gucken Sie so genervt?
Weil erstens wir eine Debatte bekommen haben über Aktionsformen, die auch zu einem gewissen Raum auch natürlich berechtigt ist. Aber wir diskutieren überhaupt nicht mehr über die Lösung der Klimakrise. Und das wäre mein nächster Vorwurf an die Union. Erstens glaube ich sehr genau, dass Herr Dobrindt weiß, was er sagt und was er tut und das sehr kalkuliert setzt. Und zweitens, sie finden das GEG schlecht. Das haben wir jetzt auch wochenlang gehört. Sie sagen Klima-RAF. Aber ich frage mich jetzt seit über anderthalb Jahren, wo sind eigentlich die Vorschläge der Union zur Lösung der Klimakrise und zum Einhalten des 1,5-Grad-Pfades? Auch das ist Aufgabe von Opposition in schwierigen Zeiten. Es ist übrigens lustig, dass wir jetzt seit eineinhalb Jahren in jeder Debatte immer eine Oppositionsbeschimpfung haben. In jeder Debatte zähle ich immer die... Und das hatten wir früher auch, das kann ich Ihnen versichern. Wirklich nicht. Wir waren mit unserer eigenen Regierungsarbeit viel zu beschäftigt und angestrengt und ehrgeizig, was Ordentliches zu machen, als dass wir uns dauernd nur an der Opposition abgearbeitet hätten. Da hätte ich auch gerne mal die Beispiele. Aber dann zählt man die Sekunden, wenn es heißt, okay, wann kommen jetzt wieder die 16 Jahre? Das ist auch in jeder Debatte so. Ja. Und dann haben wir natürlich Vorschläge gemacht. Unsere Klimapolitiker, können Sie jede Rede von Andi Jung sich anhören, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Eins der Hauptdinge, die auch im Raum stand, muss in dieser gegenwärtigen Zeit jetzt es notwendig sein, dass man sofort aus dem Atomstrom aussteigt. Muss es jetzt sofort sein, dass wir beispielsweise schmutziges Fracking-Gas dafür reinbekommen, die Kohle nochmal hochfahren, aber dann auch Atomstrom. Wir wollen aber nach vorne blicken, Frau Beck. Ja, ich sage nur, sie fragt ja nach den Lösungen. Wir hätten jetzt im April... Im April nicht abschalten, war auch eine Lösung. Und ansonsten gibt es da auch sehr viele Vorschläge aus der Unionsfraktion, die können Sie sich gerne von unseren Fachpolitikern auch nochmal zeigen lassen. Diejenigen, die Klimapolitik und Energiepolitik bei uns machen in der Fraktion. Aber das ist ja auch wirklich putzig, immer zu sagen, was macht denn eigentlich ihr? Wir wollen jetzt auch, dass die Regierung, jetzt ist die Schonfrist mal vorbei, jetzt reicht es nicht mehr dauernd zu sagen, 16 Jahre, 16 Jahre. Jetzt müssen eben mal Lösungen auf den Tisch. Und Sie haben selber gesagt, Regieren ist ganz schön anstrengend. Ja, willkommen im richtigen Leben. Natürlich ist Regieren anstrengend. Ja, das hätte man sich aber vorher auch überlegen können. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende war ich jetzt auch lang genug in der Opposition. Und solche Anträge, wie ich von Ihnen gesehen habe, habe ich auch teilweise immer von meiner Fachebene bekommen, wo dann drin stand, die Regierung soll mal ein Gesamtkonzept zu XY vorlegen. Ehrlich gesagt habe ich das jedes Mal zurückgegeben und gesagt, es ist zu wenig. Unsere Aufgabe als Opposition ist es zu sagen, wie würden wir es denn anders machen? Und dass diese Regierung keine Gesetze vorlegt, das kann man sich, glaube ich, allein an der Quantität sehen, dass das nicht der Fall ist. Die ist nicht groß. Die ist sehr groß. Nicht groß. Wir sind noch nie so früh Donnerstagabend oder Nacht fertig geworden. Ich habe in den letzten vier Jahren meistens Plenarschlussdienst gehabt. Ich bin nie vor 1-2 runtergekommen von der Regierungsbank. Jetzt ist da mal um 9, um 10 Schluss. In den Ausschüssen machen wir nur Selbstbefassung in meinen Bereichen. Da kommt von Ihrer Kollegin Frau Paus überhaupt nichts. Ja, die ist jetzt auch schon ein Jahr im Amt, nachdem Frau Spiegel weg war. Genau, muss man dazu sagen, weil sie keiner kennt. Ist auch spannend. Also auch da haben wir nur Selbstbefassungen jeden Mittwoch im Ausschuss. Aus heute. Ich dachte, das ist beim Spiegel so. Das ist ich habe noch eine Frage. Sie haben eben die Kinder von RAF-Mitgliedern, Terroristen erwähnt, die sich bei Ihnen melden. Welche sind das nicht? Ein Kind habe ich erwähnt und das muss ich dann doch nochmal, ob er es erzählen möchte an der Stelle, aber das ist auf jeden Fall nachprüfbar, dass es die Gespräche gibt. Friedrich Merz verschickt ja auch regelmäßig eine E-Mail an einen großen Verteiler, die sogenannte Merz-Mail, und da fanden wir neulich den Satz, mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Glauben Sie das auch, Frau Beer? Also ein paar hundert kann ich nicht beurteilen, aber dass die Leute sagen, das nervt sie gerade, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, wenn es in der Tagesschau teilweise absurd ist, wenn gegendert, neulich wurde mal bei irgendeinem Tod eines Mannes gegendert, obwohl ein Mann gestorben ist, da kriegt man dann auch wütende Mails, dass die sagen, wozu zahlen wir eigentlich noch unseren Rundfunkbeitrag? Den Fall habe ich verpasst. Ja, den suche ich Ihnen auch noch mal raus. Deswegen, da ärgern sich die Menschen, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht dazu gezwungen werden und wir wollen vor allem, wenn das die Privaten machen, ist es denen ihre Sache, aber nicht für die Sender, für die wir Rundfunkbeitrag bezahlen. Da verstehe ich ehrlich gesagt ARD und ZDF auch nicht, warum sie unnötigerweise diese massive, harsche, überspitzte, überzogene Kritik der AfD dann teilweise eben nicht auskontern, sondern sich dann eben in Fahrwasser bewegen, wo sie genau wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das nicht möchte. Es tut doch niemandem weh zu sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, aber man kriegt halt einen Schluck auf bei liebe BürgerInnen. So spricht niemand, das ist unnatürlich. Und dann kommt gleichzeitig aber noch dazu, dass die Leute sagen, haben wir keine anderen Probleme in unserem Land. Zur Grundsatzfrage, so. Finden Sie es problematisch, die vor allem von der AfD benutzten Begriffe zu verwenden? Welche denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Asyltourismus,
Clan-Strukturen mit Blick auf die. Das sind natürlich, wie Frau Burger auch eben meinte, bewusst sehr scharfe Formulierungen, die gerne von AfD, Heizstasi wurde zum Beispiel von Thüringens CDU-Chef mit Blick auf die Heizungsgesetze gesagt. Jetzt sage ich Ihnen auch mal was. Ich habe eine andere Sprache in Filmbereichen, kriege aber jetzt auch keinen Ausschlag, wenn einer der Kollegen, der eine andere politische Haut drauf hat. Na, das erlebt man nämlich auch oft, dass Bürger sagen, man bräuchte mal wieder einen Strauß und einen Wehner. Die haben es noch gesagt, nee, das würde halt nicht mehr funktionieren heutzutage, weil wir sprachsensibler geworden sind, was auch gut ist. Aber selbst in der SZ stand heute, als Franz Josef Strauß damals China besucht hat, war die Überschrift in der Süddeutschen Zeitung Schlitzohr trifft Schlitzauge. Das würde sicherlich auch kein Redakteur der Süddeutschen Zeitung mehr heute so schreiben. Nein. Also hat sich natürlich nicht nur in der Politik, sondern in der Gesellschaft und auch im Journalismus, Gott sei Dank, auch was geändert an der Stelle. Aber einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen offenbar nicht. Aber jetzt sage ich Ihnen auch mal, ich weiß, man kriegt das schon in jedem Rhetorikseminar in der Grundschule beigebracht. Man darf nie was Kritisches Journalisten gegenüber sagen. Ich sage es jetzt aber trotzdem. Doch hier wenn, unbedingt. Ja, wenn wir nämlich dann zum Beispiel von vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen hören, wenn wir sagen, warum kommen wir denn nicht vor? Wir haben eine Bundestagsdebatte. Friedrich Merz hat in meinen Augen eine brillante Rede gehalten. Alexander Dobrindt hat eine brillante Rede gehalten. Dann kommt es aber nicht, sondern am nächsten Tag sind zu dem Thema nur Mitglieder der Ampelpartei. Und dann sagen wir, warum kommen wir denn nicht vor? Zu welchem Thema zum Beispiel? Egal, bei jedem Thema. Bei jedem Thema. So, und dann heißt es immer, naja, wir brauchen euch nicht als Opposition, weil wenn Herr Scholz sich mit Herrn Habeck streitet, wenn Herr Buschmann sich mit einem SPD-Kollegen streitet, mit Herrn Lauterbach oder wie auch immer, dann haben wir ja schon Pro und Contra. Und weil die Regierung so viel streitet und so mit sich selbst beschäftigt ist, ist die Gegenstimme aus der Opposition nicht mehr nötig. Und mir ist es wirklich ein großes Anliegen, die Opposition zu Wort zu kommen. Sehr gut. Deshalb habe ich Sie eingeladen. Sehr gut, das ist schon mal toll. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt leider keine Dobrindt-Rede hier vorliegen, aber einem anderen Freund Ihrer Partei von Hubert Aiwanger, der letzte Woche auf einer Demo gegen das Heizungsgesetz in Erding gesprochen hat und wirklich deftige Worte gefunden hat. Wir werden nicht zum Vergessen tendieren, wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Sie nicken, Frau Beer, wo war sie denn hin, die Demokratie? Ich nicke deswegen, weil da kann ich nur sagen, da wäre es jetzt schön, wenn Sie sofort im Anschluss mal gezeigt hätten, die heftige Reaktion und das auch zum Maßregeln unserer Landtagspräsidentin Ilse Aigner zu den Worten, was sie als ein Mitglied nicht nur der Staatsregierung, das sondern stimmt. als ein Mitglied des nicht, Bayerischen nicht Landtags. Nur, nicht nur Ilse Aigner. Nicht nur Ilse Aigner, aber sie war natürlich als höchste Repräsentantin des Freistaats Bayern. Ja, ich kann mich nur den Worten der Ilse Aigner anschließen, dass das natürlich nicht geht, zu sagen, wir holen uns unsere Demokratie wieder, weil sich die Demokratie wiederholen, das ist für mich ein echtes Narrativ der AfD, die behauptet, die übrigens auch in der letzten Woche in der Feierstunde, als es um Bespitzelungen der Nazis, der Stasi ging, reingerufen haben, das ist genauso wie heute, das ist genauso das Gleiche, was die Regierung ist. Ist denn jemand, der sowas sagt, als stellvertretender Ministerpräsident und damit Stellvertreter von Markus Söder für Sie tragbar? Es müssen die Freien Wähler entscheiden, wen sie dann reinschicken. Ich erlebe nur an der Basis. Für Sie? Ich sag nur, auch da kann ich sagen, das kann man sich jetzt leicht tun und sagen, ich rede da jetzt in die bayerische Verwaltung oder beziehungsweise in die Koalitionsverhandlungen nicht rein. Ich sage nur, die Freien Wähler werden sich genau anschauen müssen, wen sie dann auch in Ämter schicken. Ich erlebe nur bei mir an der Basis, dass raten, meine Freien Wähler, damit ich den Satz noch zu Ende sagen darf, dass unsere auch Landräte, Bürgermeister an der Basis auch nicht glücklich sind über diese Aussagen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, das sind die Freien Wähler, sondern das ist eine Aussage, von der ich sogar so weit gehen würde, dass ich nicht weiß, ob sich der Hubert Aiwanger das sich nochmal erlauben würde, genau das so zu sagen. Wären die Freien Wähler denn aus Ihrer Sicht gut beraten, Hubert Aiwanger auszutauschen? Auch das beantworte ich nicht, weil das ist ja auch die Antwort der Freien Wähler, das müssen Sie finden. Ich möchte auch nicht, dass die Freien Wähler sagen, wen wir als Spitzenpersonal aufzustellen haben. Dass die CSU sich
das halt wirklich extrem einfach macht. Der Ministerpräsident Söder ist doch auf dieser Demonstration aufgetreten und hat die Erfahrung gemacht, die Geister, die ich rief. Er ist da hochgegangen und ist ausgebuht worden, weil da einfach ein extrem demokratiefeindliches Klientel offensichtlich da war, das nicht sich mit dem Heizungsgesetz auseinandersetzen wollte, sondern dass da ganz andere Ansinnen auch auf dieser Demonstration mit vertreten waren, bis hin zur Aufforderung, gewisse Politiker zu hängen. Und da wünsche ich mir schon eine klare Distanzierung von der CSU und gerade ehrlich die CSU, die bei der letzten Landtagswahl so eine extreme Klatsche mit diesem Kurs gemacht hat von Horst Seehofer und Alexander Dobrindt, müsste doch jetzt auch, wenn man sich schon über diese Frage von irgendwie Anstand da nicht verständigen kann, im Eigeninteresse feststellen, dass es immer nach hinten losgeht, wenn man eben diese Narrative bedient und dass man auch selber davon null profitiert. Sie machen es sich halt einfach viel zu leicht. Und mich ärgert das, was die Grünen in den letzten Wochen abziehen. Wenn sie jedes Mal, wenn jemand von uns eine Rede hält, die ihnen nicht passt, ja, auch zum Beispiel bei der Debatte, die wir im Kulturbereich hatten, Rückgabe der Benin-Bronzen, wenn ihre beiden Grünen, die da gesprochen haben, ein männlicher Kollege, eine weibliche Kollegin, dann den Rednerinnen und Rednern der Union auch Rassismus vorwirft und immer dann sagt, ja, das ist AfD und Union ist einfach eins und gleich. Das mache ich aber nie. Ja, Sie machen das nicht, aber in Ihrer Fraktion machen das eben Kollegen. Und jetzt werden aus meiner Sicht Ihrer Verantwortung gerecht, auch wenn ich Ihre Meinung nicht teile. Ja, aber das ist doch schön, dass Sie entscheiden, wer in unserer Partei oder in unseren beiden Parteien ein Existenzrecht hat und wer es richtig und falsch macht. Das würde ich jetzt mir überhaupt nicht rausnehmen bei Ihnen. Wir sind ja dankbar, wenn auch Ihre Kolleginnen und Kollegen dann zeigen, dass sie es offensichtlich nicht können, nämlich das Regieren, dass wir sagen, ihr werdet natürlich mit einer unionsgeführten Bundesregierung besser dran. Aber dieses Narrativ zu bedienen, uns immer zu versuchen, in eine Ecke reinzustellen, in der keiner von uns ist und in der keiner von uns sein möchte, das halte ich auch für einen demokratischen, politischen Diskurs fahrlässig. Sie haben vorhin von Anstand gesprochen. Das ist für mich extrem unanständig, das zu machen. Und natürlich ist es wichtig, dass der Markus Söder zu so einer Demonstration hingeht. Und mit seinen Aussagen wurde sich ja nicht kritisch auseinandergesetzt, weil er offensichtlich auch keine falschen Aussagen an der Stelle getätigt hat. Und nochmal, der erste Widerspruch kam von der höchsten CSUlerin, in einem Amt, den wir in Bayern haben. Und sie war nicht die Einzige, sie haben völlig recht. Ich habe sie nur rausgezogen, weil sie die Landtagspräsidentin ist und die da mal ganz deutlich einen Standort klar gemacht hat. Sie haben auch gesagt, Sie wollen sich nicht in Entscheidungen, die die Freien Wähler zu treffen haben, in Personalentscheidungen. Ganz genau. Ihre Entscheidung ist es, ob Sie auch nach der nächsten Landtagswahl nochmal mit den Freien Wählern koalieren. Wie sehen Sie das? Das finde ich auch nett, dass Sie das sagen, aber da haben das wir auch... Das interessiert mich ja. Nein, ich verstehe das schon. Ich sage nur, es ist in der Regel so, dass unsere Landtagsabgeordneten immer sehr stark Wert darauf legen, eingebunden zu sein, wenn hier Koalitionsgespräche stattfinden in Berlin für eine Bundesregierung, dass Bundestagskollegen mitreden dürfen, wenn im Landtag Entscheidungen getroffen werden, findet normalerweise nicht statt. Also deswegen macht es dann auch der Bayerische Landtag dann völlig autonom. Aber ich gehöre auch zu denen, auch wenn ich das Sprichwort seit meiner Heirat nicht mehr so gerne mag, dass man das Fell des Bären erst verteilt, wenn dann die Landtagswahlen rum sind. Und sollten wir dann wieder den Auftrag bekommen, eine Regierung zu stellen, dann wird man natürlich schauen, für wen reicht's, mit wem reicht's dann auch gemeinsam. Und dann geht's im ersten Falle erstmal auch über die Inhalte. Und dann muss man natürlich schauen, welche Partei, welches Personal dann auch vorschlägt. Und dann wird auch wieder eine neue Regierung gebildet werden können. Aber es ist nett, dass Sie denken, dass ich da ein Höchstmaß an Mitsprache hätte. Das ist ja in allen Parteien so mit den Landtagsfraktionen. Wobei ich an der Stelle schon aber auch festhalten will, dass Herr Söder ja definitiv eine Koalition mit den Grünen jetzt schon ausgeschlossen hat. Mit Blick auf die Freien Wähler und das, was Herr Aiwanger gesagt hat, habe ich das zumindest nirgendwo gehört oder gelesen. Ich auch nicht. Es gibt eine Umfrage unter unionsaffinen Wählerinnen und Wählern und da schneidet Friedrich Merz sehr schlecht ab. Nur 34% sind mit seiner Arbeit zufrieden. Herr Wüst liegt da besser. Markus Söder liegt sogar noch besser. Zwei Fragen. Glauben Sie, dass Friedrich Merz noch der geeignete CDU-Vorsitzende ist? Also ich habe ja schon mal gesagt, Sie fragen mich immer nach der Schwesterpartei. Ich kann ihn nur als Fraktionsvorsitzenden beurteilen. Und da finde ich, dass er ein hervorragender Fraktionsvorsitzender ist, der wirklich eine tolle Arbeit macht, nicht nur für den CDU-Teil der Fraktion, sondern auch für den CSU-Teil. Also ich fühle mich da als seine Stellvertreterin bei meinen Themen, gerade was den ganzen Familien-, Frauen- und Kulturbereich betrifft, nicht nur ernst genommen, sondern da wirklich federführend in der Verantwortung.
Und gleichzeitig erlebe ich zumindest, was ich von den Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion mitbekomme, auch ein Höchstmaß an Zufriedenheit, was die Partei betrifft. Aber da bin ich tatsächlich nicht jetzt, so nah drin. Aber jetzt kommt noch eine Frage, wo Sie absolut mitreden dürfen, weil es auch die CSU betrifft. Glauben Sie, dass Friedrich Merz der beste Kanzlerkandidat für die Union bei der nächsten Bundestagswahl ist? Auch da gibt es einen ganz klaren Fahrplan. Und da spreche ich jetzt als stellvertretende CSU-Parteivorsitzende, Markus Söder. Wird das so klar und geregelt sein wie beim letzten? Markus Söder und Friedrich Merz haben sich verabredet, dass die Entscheidung gemeinsam getroffen werden wird zwischen beiden Parteien, auch wenn wir wissen, dass wir die kleinere Schwester sind. Aber das Ganze steht erst im Sommer oder im Herbst nächsten Jahres an, außer die Regierung entschließt sich jetzt festzustellen, dass sie es doch nicht können und früher Neuwahlen zu machen, dann müssen wir uns schneller entscheiden. Aber ansonsten wird es noch ungefähr ein gutes Jahr lang dauern. Und dann wird die Entscheidung zwischen den beiden Parteivorsitzenden mit Rücksprache, Mitsprache auch der unterschiedlichen Gremien auch passieren. Und dass es so läuft wie beim letzten Mal, das schließe ich aus, dass es so läuft wie beim letzten Mal. Okay, gut. Neuwahlen könnten Sie ausschließen, Frau Brugger, ja. Würden Sie auch machen. Gegen Ende unserer Diskussion der Versuch, nochmal versöhnlich zu enden. Was würden Sie beide sagen? Wie könnten CDU und Grüne gemeinsam es schaffen, dass die Menschen aufhören, einer Partei wie der AfD ihre Stimme zu geben, beziehungsweise in ihr eine Art Rettung zu finden? Klare Brandmauer gemeinsam hochziehen, auch in dem Sinne, dass wir da zusammenstehen, so wie das auch in der Rede von Frau Bär, die hier eingespielt wurde, am Anfang gezeigt wurde. Und dass wir gemeinsam nicht nur darüber reden, was schlecht läuft, sondern gemeinsam darum ringen, wie ein guter Weg aussehen kann, was die Antworten für die realen Probleme der Menschen in unserem Land sind und eben nicht wieder immer wieder gefährlich nach rechts blinken. Ihr konstruktiver Vorschlag, Frau Bär. Das nach rechts blinken schon mal wegzulassen, das Wording, weil es einfach nicht so ist, sondern einfach auch in den Reden mal dafür zu sorgen, dass auch ein Unterschied gemacht wird. Und nur weil die FDP darauf Wert gelegt hat, dass wir jetzt uns dahinsetzen mussten, ist da in keiner Weise irgendeine Nähe da. Und ansonsten würde ich mir wünschen, wenn wir auch mit den Grünen gemeinsam es hinbekommen, vielleicht den Menschen eine andere Geschichte zu erzählen, dass wir nämlich eine sehr, sehr positive Zukunft in unserem Land haben. Also weniger mit Ängsten, weniger mit Belastungen arbeiten, sondern vielleicht mit einem Heil, in das wir uns in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer, bei unterschiedlichen Themen auch finden können und dass wir es auch schaffen, aus eigener Kraft auch Wachstum und Wohlstand auch aufrechtzuerhalten, weil das auch etwas ist, wovor die Menschen Angst haben. Und Angst treibt natürlich die Leute immer dann zu solchen Falschversprechern hin. Wo sehen Sie die AfD realistischerweise in 5 Jahren? Wie gesagt, da gibt es ja Wunschdenken und da gibt es dann vielleicht Realismen. Und ich sage halt, es liegt auch an uns, wo sie in 5 Jahren ist. Und Sie? Auf jeden Fall. Es liegt an den Demokratinnen und Demokraten, den Demokratiefeinden das Wasser abzugraben. Der Versuch, es versöhnlich enden zu lassen, hat halbwegs geklappt. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die sehr engagierte und gleichzeitig faire Diskussion. Schön, dass Sie hier zu Gast waren. Bis bald. Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.